Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei uns hier im Dschungel von Green Hell, bei den Geistern von Amazonien in Part 1. Ja, wie ihr seht, was waren das für Schritte? War das, ich habe an meinem Mikro gefummelt, alles gut. Achso, wie ihr seht, sind wir wieder am Dampfer. Wir haben rausgefunden, dass wir hier ein Artefakt suchen müssen. Und dafür müssen wir am Heck tief runtertauchen. Ziemlich tief, Ja, ich habe mal bei mir die Helligkeit hochgeschraubt. Ja, wir haben hier gerade schon mal abgetaucht und gesehen, was das für eine Suppe ist. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht. Man hab ich jetzt vergessen, ehrlich gesagt. Sieht nicht wirklich viel unter Wasser. Deswegen habe ich jetzt für diesen Part hier mal einfach ein bisschen geschummelt und meine Helligkeit nach oben gedreht. Genau, und damit lassen wir den Ashburn auch abtauchen, weil ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe es jetzt gerade vergessen. Ich wollte es eigentlich auch machen, habe es vergessen. So, wo ist der blöde Eingang denn hier jetzt? Ja, hier soll jetzt irgendwo ein Eingang sein, ziemlich tief unten. Ich glaube, ich bin schon drin. Es sieht aus, als wärst du irgendwo drin, ja. Ja, bin ich schon drin? Aber hier hänge ich fest. Das muss ja auch einfach. Oh nein. Hier hänge ich fest. Oh nein. Jetzt muss ich erstmal wieder raus hier. Ich glaube, das ist noch nicht gewesen. Oh ja. Aber ich habe hier auch gerade einen total komischen Hintergrund, so wie du gerade gesagt Komm, hast. Komm, tauch! Nein! Ich bin gestorben. Ach, das ist doch Mist. Der Ashburn hat mir gerade, als wir hier angekommen sind, gesagt, er hätte hier so komisch, sähe das alles aus, wie nicht richtig geladen. Und ich sag, nee, bei mir sieht alles normal aus, aber ich habe in die falsche Richtung geguckt, jetzt sehe ich, was der meinte. Ja, ja. Jetzt bin ich trotzdem tot. Ja, ich weiß, meine geistige Gesundheit ist im Eimer. Ach, verdammt. Kriege ich denn meine Sachen jetzt da noch wieder? Ich glaube, ich sehe die. Ja, die sind oh, hier, das ist direkt gut. Unter mir. Das ist gut. Also, ich, Das ist ja Mist hier. Ah, ich habe jetzt nicht wirklich auf meine Luft geachtet. Die ist aber echt schnell weg, verdammt. Die ist mega schnell weg. Ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Gibt es hier irgendwo ein Gerät, wo man irgendwie Luft schnappen kann? Ja, ehrlich. Oder gibt es da irgendwie so eine Zwischenstation? So, was sagst du? Hier unten liegen die Sachen irgendwo unter rum? Mir direkt quasi, ja. Ganz nach unten. Ah ja, hier. Ja. Kokosnussschale? Hä? Wieso habe ich eine Kokosnussschale? Die mache ich auch mal weg. Ja. Weil durch den Anblick des sterbenden Ashburns habe ich ja auch schon geistige Gesundheit verloren. So, ich muss mal eben hoch und weiter sammeln. Wie hast denn du das hier mit der Helligkeit gemacht? Hast du das in den Helleinstellungen gemacht? In den Optionen, ja. In Optionen, ja, pass auf, dann komme ich nämlich mal mit. Ja. So, jetzt muss ich mal eben schon mal die ersten Rüstungen wieder anlegen. Die Schattenentfernung oder die Helligkeit ist das hier, genau. Helligkeit, genau. Wie weit hast du die hoch? Oh, fast ganz oben. So, auf drei Viertel oder was. Etwas über drei Viertel. Ja. Ja, besser ist das. So, aber ich brauche erstmal meinen ganzen Kram jetzt hier wieder. Achso, nee. So, ja, ich hab's auch mal. Oh, ist das hell. Das sieht aber echt scheiße aus mit dem Hintergrund da. Ja, das finde ich allerdings auch. Aber so viel heller ist es jetzt auch nicht, ne? Also. Ja, aber besser als vorhin. Da hast du ja gar nichts gesehen. Ja. Bisschen besser, aber wenn ich jetzt hier drin bin, sehe ich auch nicht viel mehr. Also ich bin hier an der Kiste dran. Was Sachen. Ah, Mist. Nein, 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 ach Mann! Ja, ich bin jetzt auch gleich wieder drauf. Diese Scheiße ist das doch. Man hat gar nicht genug Luft. Nee, ehrlich nicht. Man kommt da an und muss direkt wieder hoch, um nach Luft zu schnappen. Ey! Hör auf zu sterben vor mir. Ich habe nur noch die Hälfte geistige Gesundheit. Oder? Ah, nee, nicht die Hälfte, aber. Ja, Entschuldigung. Dann gehen wir ein bisschen ans Feuer oder so. Könnte noch öfter passieren, bis ich mein Zeug hier wieder habe. Mann, ey, das ist doch ärgerlich. Der kann noch mal 2 Minuten länger tauchen da. Guter nicht rauchender Mensch taucht da auch eine Minute. Und kann der keine 5 Sekunden? Da hasselt, nicht rauchender Mensch. Ah ja, da ist das Problem. Okay. So, hier geht es auch rein und ich komme hier bestimmt jetzt in eine Sackgasse, wa? So, jetzt nehmen wir mal den ganzen Scheiß hier. Ich glaube, ich habe hier was. Jetzt trinkt er die Scheiße aus der Kokosnussschale. Wie doof ist das denn? Ich glaube, ich habe hier... Ich glaube, ich hab's. Ich habe 10 Parasiten. Jetzt wieder nur Obsidian. Anstatt die Scheiße aufzuheben, trinkt er das. Wie doof ist denn der? Hier sind noch mehrere alte Kisten. Hier in einer ist es bestimmt drin. Ja. Oh Gott, so viele Pilze sind hier gar nicht. Ich hab...
Wow. Hast du es? Ja, cool. Jetzt hoffe ich, dass ich mit dem Ding auch wieder zurückkomme. Ja, das ist doch jetzt dämlich hier, ey. Ah ja, jetzt sehe ich sie auch hier. Hängt an meinem Rucksack. Ey, das ist ja ein Mist. Da tauchst du da runter, willst die Kokosnussschale aufheben und anstatt die aufzuheben, säuft er die ganze Zeit da drauf. Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, das ist ja Quatsch. Ja, aber echt. So, ich hab's geschafft. Ich hab das Ding. Ja, ich sterb gleich wieder wegen Parasiten oder so. Wo bist du da jetzt rein? Sachen, ja, ja. Nee, du musst ja nicht wieder rein. Ich bin hier draußen, ich bin über dir. Ja, ich muss da noch meine Sachen haben. So. Aber du bist doch hier draußen gestorben, oder nicht? Nee, unter Wasser wieder. Ich war ja, kurz. Aber, ach so, hier rein. Kurz davor. Ach so, wo bin ich denn? Hui, ganz schön weit weg vom Boot. Da rein. Ja, jetzt muss ich wieder Luft schnappen. Jetzt bist du mir zu weit. Ach, da, siehst du? Und ich war hier ganz unten irgendwo. Ja, ist ja auch. Ist ja jetzt mein Zeugs hier alle da. Nee, keine blöde Kokosnussschale, die hebe ich nicht mehr auf. Ja, pass auf, achte auf deine Luft, sonst gehst du gleich wieder drauf. Ja. Ah, da mache ich jetzt die Helligkeit auch wieder zurück. Ah. Das ist ja knapp hier, ey. War da jetzt eine Stelle, wo du Luft holen konntest oder was? Ist da so ein schmaler Türeingang, da musst du durchschwimmen, Vorsicht, da ist eine Festhänggefahr. Und wenn du den passiert hast, dann nach oben. Und dann ist da so ein Zwischenraum. Ja, da bin ich ja wahrscheinlich vorhin festgehangen. Kann gut sein, ja. Naja, da egal, halt, so was. Dann kommst du dann rein und dann kannst du da aus den Kisten, beschwimmen, dann hast du. Ach, die Axt war eh selbst gebaut, ist mir egal. Kaimanknochen, was machst du denn da die ganze Zeit? Nimm mal deinen Bogen aus dem Wasser, das nervt ja. Ein Bogen aus dem Wasser? Ja, der macht die ganze Zeit plätsch, 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 als wenn der ins Wasser haut. Ich war hier nur in den Einstellungen. Hat sich angehört, als wenn er die ganze Zeit übers Wasser haut. So, neue Rüstung baue ich mir, Pfeile baue ich mir. Ich tauche da jetzt nicht mehr runter wegen irgendeinem Quark. Was mit deiner Tonflasche? Die ist ja relativ. Oh, scheiße. Ne, die habe ich natürlich nicht. Dann muss ich da nochmal runter. Ja, wenn sie noch da ist. Dann muss ich doch nochmal eben runter gucken, ob die hier noch rumfliegt. Ich weiß es nicht, lass ich jetzt so. Na, hier ist aber auch nichts mehr von meinem Kram, du. Dann ist sie vielleicht auch einfach weg. Ja, keine Ahnung. Ja, ne, ich hab's nicht. Ne, nimm die jetzt auf. Komm, die nimm mit, der Rest ist egal. Jetzt komm hoch, 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 hoch. Im allerletzten Moment. Ist das spannend? Hier, das meint die Natzen. Mit der Grafik, die nicht geladen ist. Teil der Scheiß. Keine Ahnung, was das soll. Wahrscheinlich, weil das außerhalb der Map ist oder so. Ich dachte erst, hätte der, nee, das sieht sonst nicht so aus, Ashburn. Nee, ne? Ich dachte erst, der Ashburn hätte da ein Problem mit seiner Grafik oder sowas, aber das ist das Spiel. Ja. Der Ashburn, das ist das Spiel. Oh, schön, Pilze sind gefarmt, ja. Ganz wichtig. So, ich dann muss machen wir mal eben... gleich direkt mal auf den Weg zu den drei Genossen, zu den drei Brüdern da, also den drei Wasserfällen. Also hier an dieser Stelle, so oft bin ich noch nie hängen geblieben wie hier, ey. Ist ja schlimm. So, oder jetzt können wir heute das letzte Rätsel lösen. Hey! Ja, wunderbar. Warten wir nur, dass der Ashburn da hinten mal fertig wird, dann können wir auch los. Ja, 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 er ist ja sofort soweit. Aber tu mir mal einen Gefallen und speicher bitte vorher auch noch mal, weil du hast den Host gestartet. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn du ich. Ja, das weiß ich auch immer nicht. Das weiß ich auch immer nicht. So, ich habe auch nur noch fünf Dings. Fünf Dings. Parasiten. Ach so. Oh. Ja, ich hatte 10. Oh. Aha. Was war die ganze Zeit das Dreckswasser da getrunken hast? Hier ist noch ein roter Pilz. Oh, ist da noch einer da? Die da nachgewachsen. Hä? Wo? Ist denn nicht? Was? Nö. Ich schwimmen dir. Hier, geil, und ich hab ja noch einen blauen, der hilft dir ja auch. Oh ja. Oh, dann sind noch mal drei weniger. Das ist gut. Ja, gucken wir mal auf dem Weg, dass wir noch irgendwie was finden, Avocados oder Pilze oder so, weil das geht ja dann ziemlich schnell mit deinen Werten runter sonst. Ja gut, aber jetzt habe ich nur noch zwei Parasiten, das geht okay, noch. Das ist okay, aber schlafen könnte ich eigentlich mal. Ich kann ja wieder zurück und schlafen. Ja, ja, ja.
weil ganz wenig Energie. Mache ich gerade auch ein kleines Nickerchen. So was fehlt mir noch an Werten. Du bist ja auch draufgegangen, zweimal, ne? Ja, ich habe überhaupt keine Proteine. Ja, weil ich so oft draufgegangen bin, ne? Oh, Hunger. Ich kann nicht pennen. Hunger? Ja. Nein, so's geht. Du kannst vor Hunger nicht schlafen. Anscheinend nicht. Ja, dann komm. Versorgen wir dich erstmal zu Hause. Wir müssen ja eh in die Richtung. Und dann machen wir kurz einen Springer zu uns. Ja, warte, ich hab mir gerade einen Stachelrocken. Das sieht ja geil aus. Das musst du dir unbedingt mal angucken, wenn du da das aus, hättest du da irgendwie so ein Köcher oder sowas da. Ja. Cool. So, Stachelrochenfleisch. Das muss ich mir gerade mal eben kochen, das nützt ja nichts. Platt gemacht, das ist dann der Stachelrochen, der uns schon mal nicht beißen kann. Genau. Beißen tun die ja nicht, stechen. Ich hab's auch gerade abbekommen auf dem Weg hierhin. Einmal kurz stehen geblieben und sich umzugucken, zack, hatte ich das Ding rein. So. Der Felix Keilmann hat mich auch angeknabbert. Das ist so bisschen was wieder, gut. Ja, jetzt kann ich zumindest mal eben pennen und ein bisschen Energie tanken. Mal, ich guck mich mal hier noch um. Also dieses Tauchen ist aber echt blöd, ne? Da musst du dich echt beeilen. Ja. Also da gibt's doch irgendwie nichts, wo man sich Hilfe holen kann. Wie zum Beispiel bei Raft, wo du dir diese Flasche da basteln kannst. Ja, zum Beispiel. Ne? Irgendwie und die hast du einfach Luft holen und fertig. Ja. Im ersten Teil, da musst du auch eine längere Zeit tauchen, durch so ein langeres Höhlensystem. Da gibt's aber dann eine Taucherausrüstung. Ja, zum Beispiel. Die findest du in so einer Kiste. So was hätten sie ja hier wenigstens mal hinpacken können. Ja, dann lass uns doch mal. Jo. Ich nehme eben die Stecker hier noch mit. Ah, oh, bin doch schon losgegangen, ey. Wenn du sagst, lass mal, dann geht's los. Ja, würde ich genauso machen. So passiert das immer, Leute. Genau ja, so. Ja, ja. Geh mal vor, ich bin hinter dir. Und weg, ja. Genau. Denk ans Hüpfen, ne? Ja. Ich mache schon wieder den gleichen Fehler. Ich wollte es gerade sagen. Ja gut, so viel Hüpfen ist bei mir aber auch nicht. Ja, weil wir hier schön außen rumgehen. Mhm. Nee, ich meine eher wegen der Energie. Dreimal ja, hüpfen stimmt. Und er hat keine mehr. Ja, stimmt. Ingo! Was? Vater Ingo wird hier gesungen. Stimmt. Ah ja. Stimmt. Umpa Lumpa habe ich gehört. Umpa Lumpa? Umpa Lumpa. Der meckert irgendwie. Irgendeiner meckert hier. Ja, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Sing doch nochmal so schön. Ich glaub. Nee, dann bist du. Bin ich. Ja. Das ist aber auch gehört, ja? Ja, ja. Das Meckern, das Singen nicht, das Meckern. Ja, erst hat er bei der Ingo gesungen und dann fing er an, irgendwas zu warte meckern. Mal, ich komme sofort wieder hinter dich. Hier sind Bananen. Ich brauche noch Kohlenhydrate. Ja, für Bananen bleibt man natürlich stehen. Kein Ding. Ja, ich brauche Kohlenhydrate. Tapirschädel. Oh, noch eine. Die haben schon mal was Dickes weggemacht. Ist das der letzte Überlebende von diesem Dorf? Oder wer jetzt? Vielleicht ist der heimgekehrt. Das war der verlorene Sohn. Den immer noch nicht. Das war der verlorene Sohn. Den lege ich mir aber nicht über die Schulter und schleppe den ins Dorf oder so. Das nee. Ja, Tu, lass uns mal zu den drei Wasserfällen hin. Lassen Ingo sein. Der scheint ja weggerannt zu sein, weil er gemerkt hat. Das soll mir recht sein. Solange er mich nicht von hinten angreift, ist mir das scheißegal, wo der ist. Ja, richtig. Denk mir immer nur, lieber mache ich den Pferd, als der mich. Ja. Oh, hier waren wir auch schon mal. Ja, wir waren überall schon. Ja, Ich dachte, hier kommen wir. Neuer Ort? Neuer Höhlenausgang. Ja, guck mal. Wo bin ich denn jetzt? Wo ist der denn? 38. 38. Da, aha. 38. Also einfach nur noch nach Nordwesten. 38. Ja, gut, einer von diesen 15 Höhlen hier ist es. Ja. Jetzt noch ein bisschen Fett. Noch ein bisschen mehr auch wohl, aber dann geht's mir wieder gut. Ja, ich weiß, du hast mir zwei Paranüsse gegeben, die habe ich aber nicht mehr. Hier, ich hab hier eine. Oh! Was? Oh? Ich hab einfach ein Nickerchen gemacht, ich bin wohl mit Taste gekommen. Hier, ich hab hier eine Paranuss hingelegt. Ja, danke. Diese Bananen, falls du brauchst. Oh, das sind keine mehr nee, da. Nee, hab ich genug. Was hab ich denn hier? Ah, ich hab einen Stachelrochelstachel.
Ja, weil du den Stachel noch eben auseinandergepflückt hast. So. Du hast ja mitgekriegt, dass ich zum Essen stehen geblieben war? Nö, natürlich nicht. Wenn du sagst, kriege ich das auch nicht mit. Ich habe mir gedacht, da du jetzt was isst, die Bananas... Ist nicht so, als ob der so laut schmatzt, dass ich das hören könnte. Nee, ne? Aber warte mal, ich habe den Baumstamm verfehlt. Ja, ich wollte auf dich. So, jetzt habe ich ihn wieder. Roll da durch. Ja. Ach, guck mal. Kennen wir doch hier die Gegend? Ja, ich weiß auch, wo wir hingehen. Also ich weiß genau, wo wir gerade sind. Ja. Da hinten ist unsere Geronimo-Stelle. Hier springen wir immer runter. Der Eschbahn und ich. Ja. Du hast noch Verbände, falls ich mal einen brauche, ne? Ja, aber wir sind auch das gleich da. Gut. Sind jetzt so gut wie da. Dann kannst du die auch bringen. Ja. Wir haben ja noch ganz viele auch da, meine ich. Bei uns. Wo gehst du hin? Nach Hause. Ach, warum? Ich dachte, weil wir ich gehen mal zu eben den... Ach so, ich dachte, du musst dich noch stärken. Ich wollte mich nur eben stärken. So, ja, können wir auch machen. Ich weiß ja nicht, was uns da gleich erwartet. Also wie mir lange fehlt... Das dauert. Was fehlt mir denn? Ja, ein bisschen Fleisch. Hier fehlt mir auch nicht. Eigentlich nur Wasser. Das hätte ich noch gehabt, aber... Wieso habe ich eigentlich schon wieder zwei Parasiten? Ich dachte, weiß ich auch nicht. Mehr, weil du eben noch so am Ende warst. Ich dachte, mit dem Stachelrochen kommst du auch nicht so weit. Na, nee, Proteine sind auch noch nicht genug. Das stimmt. Ja, nicht, dass du gleich wieder jammerst. Ja. Ach. Und eine Fleischsuppe hier. Ah, Junge. Das ist das goldene Artefakt. Boah, das sieht geil aus. Geh mal da, wo deine Nahrung ist, in deinen Rucksack, da siehst du das dann hängen. Ja, ich hab's gesehen. Sieht man dann nur bei der Nahrung tatsächlich. Ist bei der Nahrung. Aber war da nicht noch ein zweites Teil? Nee, es war nur ein Artefakt. Wir müssen nur ein Artefakt benutzen gleich. Okay. Ich meine, da müsste noch eine zweite Kiste gewesen sein. Da waren 4, 5 Kisten, aber da war nur einer ein Artefakt drin. Okay. Da hast du ja sicher alle gemacht, ne? Ja, den anderen waren nur Knochen, Obsidian und eine Klinge, also... Ja. Und die anderen, in der letzten Kiste, wo ich reingeguckt habe, war dann das Artefakt. Moment, warten Sie auf mich. Ja. Ich habe hier noch eine Nuss. die Richtung. Da geht es lang. So, alles aus. Es kann eigentlich nichts stören. Genau. Festplatte kann auch nicht volllaufen. Alles ist gut. Luft schnappen, nicht festhängen und los geht's. Ja. Du bist? Ja. Sollen wir erstmal nochmal wieder hoch? Ja. Wahrscheinlich, weil du noch tiefer musstest, ne? Ich sehe die Höhle nicht. Ich habe gerade auch nicht. Ah, hier, ich hab sie. Ja, jetzt gehe ich aber nochmal hoch. Ich glaube, ich habe es etwas zu dunkel eingestellt jetzt. Ah, das ist blöd. In den Einstellungen etwas heller machen gleich. Da bist du schon durch da, oder was? Ich bin jetzt im ersten Absatz, also hier, wo man Luft schnappt. Das finde ich den blöden Höhleneingang nicht, ey. Ja, du musst ein Stück weiter. Ich habe bei mir etwas zu dunkel gemacht. Dadurch sieht man den nicht. Ja, ich habe ja noch gar nicht wieder eingestellt hier. So. Ich habe die Helligkeit ja noch so hoch. Ja. Ha, wieso sehe ich den denn jetzt nicht? Warte mal. Ja, das ist nett. Komm mal, bleib ich bei. Ja, reicht dir da dann Luft? Noch ja, wenn du jetzt hinne machst. Ja, ich beeile mir ja schon. Da ist sich hoch. Aber da geht du mal. Du hast ja jetzt gesehen, wo ich war. Also tauch da hin, dann findest du die Stelle. Ah ja. Da unten liegt auch noch Krams. Das muss deiner sein, vom letzten Mal, ja. Wo du verreckt bist. Ja. Wenn wir jetzt sowas heller haben, sehen wir den dann auch, ne? Ja. Ey, vielleicht ist noch deine Stammesaxt hier. Ja, guck doch mal.
Wo bist denn du? Ach, ja, abgetaucht. Ja, hier, deine Stammesaxt ist nicht da, oder? Weißt du, hier liegt eine Menge Zeug. Ja, lass uns das nachher machen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ich wollte nur mal gucken, ob die Stammesaxt noch da ist. Das hat mich jetzt echt interessiert. War ich vorhin in Luft und dann sind wir ja. Genau. Guck mal, es ist hier ein Stock. Den habe ich hier hochgeschmissen. Wie habe ich das denn gemacht? So. Jetzt? Weiß ich nicht. Hier lang. Ja, sicher? Nein. Ja, ist schon richtig. Nein, sagt sie. Ja, erstmal war ich mir auch nicht sicher. Ach so. Ah ja. Nö. Ach, Hüpferei war hier wieder, genau. Ah, Jump'n'Run. Ja, juhu. Juhu. Da freut sich der Eschbär. Ach, hier geht's ja. Das ist ja alles noch harmlos hier. Das ist okay. Irgendwo war da ein Skorpion. Oder eine Spinne. Ich hab den jetzt ignoriert. Oh, ich auch. Oh, bist du am Keuchen, ey, hör mal. Ja, der hat keine Ausdauer. Echt nicht so mit dir. Ich sag ja, rauchen, ne? Ja, Raucherlunge halt. Was soll er machen? Hier ist fies. Hier muss er aufpassen. Ach, was. Ich habe immer das Gefühl, das sieht so knapp aus da. Ja, ich denke immer, das stimmt. Gar nicht. Ja. Zum dritten Mal hier. Yay. Diesmal hoffentlich mit allem, was wir brauchen. Ja, eigentlich sollte jetzt schon hoffentlich alles da sein. Probiere ich das mal aus. Ja, mach mal. Hochschlafendes Artefakt. So, jetzt müssen wir ein Feuerchen machen. Stöcke hattest ja. du noch? Ein paar. Ich habe noch 4 kleine gehabt. Ah ja. Ich habe noch 2. Gut. Jetzt fehlen mir noch 3 große. Ja, scheiße. Hast du nicht? Natürlich nicht. Ja, gibt's hier einen Baum? Natürlich nicht. Natürlich gibt's hier keinen Baum, ey. Ich sehe einen, so. Wenn ich nach da oben gucke. Toll. Super. Dann gehen wir doch wieder zurück. Unglaublich, ey. Ja, wir haben ja auch Spaß an der Taucherei. Wir hatten eben noch gesagt, wir müssen die Stöcker mitnehmen. Wir müssen unbedingt dran denken, Stöcker mitzunehmen. Hat gut geklappt, ja. Super geklappt. Haben wir wieder toll hingekriegt hier. Ah, denn? Ach so. Oh. Ah. Ich glaube, das sieht knapper aus, als es wirklich ist. Ja, ich habe hier immer vollen Körpereinsatz dabei irgendwie. Ah, ja. Hüpfst du quasi mit, ja? Bin ich anders. Genau. Hier nicht abstürzen. Echt super, ey. Ja. Das ist ganz klasse von uns. Nein! Wo bist Was? Du? Ich hab mich verletzt. Ich hab mich verletzt. Das ist schlecht. Ich bin Wie hast du das geschafft? Ich bin hier auf zu hoch abgestürzt auf den Stein. Ach so. Warte, ich verbinde mich eben. Ja. Irgendwas ist ja immer. Aber wirklich, ne? Dass wir mal irgendwo mal ganz easy peasy durchkommen, das gibt es eigentlich. Nein. Aber wäre auch langweilig. Absolut. Wenn ich sehen will, wie es fehlerfrei klappt, dann gucke ich mir irgendwelche, weiß ich nicht, Perfektionsvideos an oder so. Richtig. Oh, genau. Erstmal einmal Luft. Ja. Ja, genau. Und hier müssten auch gleich. Ja, ich habe eh noch einen Stock hingeschmissen, wisst ihr. Aber es kann sein, dass hier unten welche liegen bei deinem Kram. Bestimmt sogar, ja. Ja, ein Stock, noch ein Stock und noch ein Stock. Ja, ich tauche erstmal weiter hier. Ja, im Grunde kommen wir jetzt wieder zurück, ne? Ja, aber Luft war mir doch wichtiger. Ja, klar. Aber ich meine, jetzt kommen wir auch direkt wieder zurück. Ja. Aber jetzt ist dann wieder so dunkel hier, ey. Also einfach ganz nach unten tauchen.
Ja, komm, hoch, 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 go, 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 Ich warte go. hier auf dich an der Höhle, also in der Höhle. Ja, danke, danke. Er ist schon am Schnaufen hier. Zeit bei dir. Hm? Ich sag, das höre ich schon die ganze Zeit bei dir. Ich würde mal mit einem schweren Asthma krank durch den Dschungel laufen. Das ist womöglich hier mit ihm. So, was hab ich jetzt? Warum ist er wieder da? Darth Vader, ey. Durch den Dschungel mit Darth Vader. Warte. Ja. Ich habe hier noch eine Rüstung gefunden wieder. Kann ich mal eben aufsetzen. Hast du deine Tonflasche wieder gefunden, letztes Mal da war? Oder die Stammesaxt? Nee, das habe ich noch nicht gefunden. Ich guck immer mal. Ja. So, also nein! Die Stammesaxt, würde ich mich ja echt freuen, wenn du die wieder hättest. Dann. Ich auch. Ich auch. So, du kannst ja schon mal vorlaufen. Ich komm so, nach. Ich dachte, du bist bei mir. Warte, ich warte. Was du immer denkst. Nein! Das ist passiert, ne? Das ist wirklich passiert. Er hatte gerade keine Ausdauer. Ich kann's nicht glauben. Wo bin ich denn jetzt? Ja, du bist jetzt in der Höhle. Jetzt musst du wieder raus, abtauchen. Boah, das war ja wieder ganz klug hier. You are my sunshine, my only sunshine. Ich seh dich durch die Wände durch. Voll geil. Ja, das ist doch cool, oder? Wo ist denn jetzt hier der richtige Ausgang, da wo ich hin muss? Du. Ja, aber wo kommt denn die Taubstelle? Ja, du musst den richtigen Ausgang finden und dann. Ja, das suche ich ja. Alter, hier ist der komische, die komische Brücke. Da sind die Kinderhände, da müsste es doch da rausgehen, theoretisch. Wenn ich so weitermache, muss ich gleich pennen. Ja, da hat er gar nicht mitbekommen, ey. Wer? Du! Was? Schieß dich hier die ganze Zeit von oben mit Pfeilen. Na toll. Sehr nett von dir. Sehr nett. Ja. Ich kann dir ja nicht wirklich was tun. Im Grunde verliere ich nur mein Zeug. Das ist richtig. Ja. Da! Aber, ja, du bist da richtig. Ich sehe das. Ich sehe, wie du da außerhalb der Höhenwand lang bist. Ja. Ach, ja. Also, tauchen wir nochmal. Hier wäre eine Taschenlampe nicht schlecht, ne? Na denn jetzt hin? Jetzt sehe ich deine Schrift nicht mehr. Du bist weg. Ah, hat er wieder getrunken hier, ey, der Idiot. Ja, ich habe gehört, wie du gemacht hast, aber mehr auch nicht. Ja, Kokosnussschalen im Wasser aufheben ist blöde. Ja. Du musst ja den Rucksack öffnen und reinziehen. So, wo muss ich denn jetzt da so, ne? Hast gehört? Hä? Sag, dann musst du wahrscheinlich den Rucksack aufmachen und die mit der Maus reinziehen. Ja. Geht's wahrscheinlich. Irgendwie so war der. Aber ich mache im Wasser bestimmt nicht den Rucksack auf. Ich würde auch davon abraten. Gerade du hast mit dem Wasser nicht so viel. Ist nicht dein Element irgendwie. Also im richtigen Leben schon, aber hier nicht so wirklich. Ich meine ja im Spiel. Hör mal, im richtigen Leben liebe ich auch Katzen und die mich. Und hier habe ich nur Pech mit den Viechern. Ich kann nicht mehr springen, das ist doch scheiße. Bist du müde? Bist du schon wieder? Ja. Jetzt gehe ich weiter. Ja, ich kann nicht springen. Jetzt gehe ich weiter. Ja, dann geh doch. Bist du müde oder was? Ja. Ja, sollen wir uns irgendwo hinlegen und dann... Wäre cool. Ja, komm, machen wir das so. Das ist ja echt Kameradenschwein von mir. Na. Komm, ich komm zu dir. Ja, das ist bleib nett. Da? Ja, ich bleib hier stehen. Ich guck. Guten Tag. Da bin nach ich. Nach der Wunde hast du Verband für mich. Ich hab noch einen mit Tabak. Ja, reicht schon. Ah, da. Danke sehr. Hab mich wohl verletzt beim Runterfallen. Hatten wir hier irgendwo Betten? Nee, aber wir sind nicht weit von zu Hause. Ach so, wolltest du so weit laufen? Ja, was willst du machen? Das kann ich doch jetzt hier nicht zurücklassen. Nee, das wäre nicht... Nicht eine feine englische Art. Komm, so weit haben wir nicht. Ja, das stimmt. Ich würde ja sagen, wir können dann rausschneiden, aber die Natzen ist nicht so ein Freund vom Schneiden. Ich kann nichts dafür.
Nee. Mein Da Vinci-Programm hat da komische Sounds drin, die ich nicht rauskriege. Immer so ein Rauschen. Im letzten Video habt ihr das gehört. Das ist die Aufnahme. Das ist leider doof, ja. Die Aufnahme war top. Da war nichts. Erst als ich verarbeitet habe, kam dieses Rauschen. Wir wissen nicht warum. Nee. Wir haben eine Vermutung, aber wenn es das wirklich ist, kann ich da erstmal nichts gegen tun. Deswegen würde ich gerne auf Schneiden, wenn es nicht anders geht, verzichten erstmal, bis wir das, bis ich da was ändern kann. Alles gut, was machst du? Egel. Hört sich an, nur als würdest du dir eine Kugel aus der Leber ziehen. So hört sich das an. Aus der Leber auch noch. Ja, so ein bisschen. Aber manchmal machen die auch Sounds, die passen gar nicht zu dem, was da gerade passiert. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber kann sein. Wie oft habe ich schon einfach aus dem Nichts rumgeflucht, einfach so... Ach so, ja, das stimmt. Oder, ne, was er da sonst noch von sich... Und es ist gar nichts passiert. Die ist einfach nur daher und keiner hat das getan. Das kenne ich. So, 6:30 reicht oder was? Na gut. Aber auch okay. Ja, so schnell kannst du gar nicht drücken manchmal. Was habe ich jetzt schon wieder? Jetzt hat sich die Wunde entzündet oder was? Ach Mensch, ey, mit dir ist ja echt nichts anzufangen heute, was? Ehrlich. Nee. Wie? Nur heute. Das wollte ich so nicht sagen. Oh nee, 4 Egel. Na gut. Ja, die kriegst du ja weg. Ja. Das war jetzt nicht das Problem. So, was sagen denn meine Werte hier? Ein paar Kohlenhydrate, ein Stück Fleisch. Zum Ziel, Eschbürn. Ja. Lass mich doch eben ein bisschen aufbauen hier. Ich hetz den auch noch so gemein, ne? Ich lass mich nicht hetzen. So, wie sieht's hiermit aus? Ich will unbedingt noch die Folge das schaffen. Das wäre echt cool. Ja, dann... Überziehen war es nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, eine halbe Stunde, wann haben wir das zuletzt geschafft? Ach komm, hier die drei. Das müssen die Leute ja schon gewöhnt sein. So, wo ist er denn? Da hinten. Ja. Sieht gut aus mit mir. Guck mal, hier ist schon wieder Nahrungsration. Ja. Ich habe auch noch eine auf Tasche. Man hat aber echt gut mit uns. Ja, ist doch schön. Der mag vielleicht, weil wir das Artefakt gerade gekauft, würde ich sagen, geholt haben. Was da denn weg gekauft wird? Klaut die mir die Nuss vor der Nase weg? Und ich krieg nur so ein bescheuertes Palmenblatt. Hier sind noch Avocados, ich kann es sagen. Was, wo? Hier sind Avocados. Ich habe keine Avocados gesehen, aber die Bienen. Ich hab's erst gespürt und dann gesehen. Weder gehört, gespürt noch gesehen. Sei froh, du. So, jetzt nochmal. Auf ein neues. Boah, wieder Kram vom Ischi liegt. Ja, das Kokosnussbidon. Stammesaxt. Hier ist deine Stammesaxt. Ja, gleich. Ich nehme mal den Verband hier mit. Hast du so viel Luft? Ja, ich werde jetzt gleich ein bisschen machen, aber... Aber meine Stammesachs liegt da noch. Die liegt da unten, die habe ich gerade gesehen. Das ist ja saugeil. Ja, also, warte, Luft holen. Ja. Ein bisschen ging mir jetzt natürlich auch vom Leben weg, aber das war mir wert, um zu sehen. Guck mal, so bin ich zu dir. Ja, du bist ein Deine Schatz. Deine Stammesachs. Ein Riesenschatz. Da muss ich mir die gleich auf jeden Fall zecken. Ja, okay. Ich habe ja echt nicht damit gerechnet, die hier nochmal zu finden. Nee, ich auch nicht. Weil wir es jetzt heller haben, können wir das auch sehen. Beim letzten Mal war es viel zu dunkel. Ich hatte nicht gedacht, dass wir da die Sachen überhaupt bis hier wiederkommen. Ja. Ich dachte, unter Wasser, das war es dann. So, jetzt kann er auch wieder springen hier, meine Güte. Ich wollte gerade sagen, hat es denn diesmal geklappt? Ich habe mich schon kaum nicht umzudrehen. Ey. Ja, wenn er genug Energie hat, klappt's. So, haben wir denn jetzt Stöcker? Ja. Boah, das wär's jetzt, ne? Dann hätte ich echt gesagt, das muss geschnitten werden. Scheiß drin. Aber wäre doch so typisch für uns, oder? Ja, aber
ich glaube, heute haben wir schon genug typisch Ashburn-typisch Natzen-Dinge gebracht. Noch mehr muss nicht. Ja, das stimmt, das reicht für einen Tag. Das ist wahr. Aber alle typischen Dinge, die in allen Folgen passiert sind, sind heute in einer Folge passiert, also. Ja. Da ist wohl was dran. So sind außer wir halt. Katze. Außer eine Katze, die hat uns noch nicht angegriffen. Stimmt, das gab aber halt Folge noch keine ist noch nicht Katzen. Rum, wer weiß. Ja, kann doch alles kommen. So, ach so, hast du einen Anzünder und so? Ja, habe ich alles da. Ja, das ist gut. Ich habe noch keinen neuen gebaut. Da unten aber ich habe einen. Auch einen. Ja, ich habe einen. Spät. Ich bin verwundert, aber ich habe einen. Ja, vielleicht hast du den schon gerade aufgesammelt, weil ich hatte eben gesehen, dass kann unten sein. Einer lag. Ja, das kann wohl sein. Juhu! Selber schön. Ah, neuer Dialog. Ey, es leuchtet schön, ne? Ah, da sind auch jetzt Zeichen aufgetaucht, guck mal. Ja. Da war ja vorher nur dieses katzenartige Gesicht, jetzt sind da so komische Zeichen überall. Ja, jetzt sollen wir. Ja, wir sollen mit dem Magi-Mann sprechen. Über die Zeichen. Ja, und dann kriegen wir über auch den Altar. Unser. Genau, dann kriegen wir auch das, die Dinge für die Puppe da. Ja. Warte, nehmen wir Abkürzung. Nee. Warum? Stammesaxt. Ach ja. Oh. Du kannst ja die Abkürzung nehmen und ich kümmere mich um die Stammesaxt. Keine Kameradensau, ich komme mit dir. Na gut. Jetzt haben wir schon so weit voneinander geschafft, dann mache ich das Stück auch noch mit dir. Ja, gut. Hey, Leute, wir haben den Part 1 bald durch. Ey. Ja. Mega Part geil. 2, wir kommen. Ja. Uhu. Ich habe ja fast schon nicht mehr dran geglaubt, nach über 50 Folgen. Hast du ja, gestern einen Raft mitgekriegt? Ich hätte fast, oder vorgestern in der Raft-Folge, ich fast die Story abgebrochen. Warum? Weil hab das scheiß Windmühlenspiel so kacke war. Du hast mir gesagt, dass du dich da tierisch drüber aufgeregt hast. Boah. Ja. Also das hat mich echt fast dazu gebracht, abzubrechen, die Story. Nein, warte, jetzt bin ich auf diesen blöden Stein gefallen, anstatt ins Wasser. Nee, ich hab eh keinen Verband, bringt ja gar nichts. Ich hab den gerade von unten schon mal gesammelt gehabt. Ach so, ja, cool. Geh mal ein Stückchen rückwärts, damit ich da auf dem Stein landet. Ja. Verband wieder, hier. Der ist aber im Wasser gelandet, oder? Nee. Ja, ein Stück im Wasser. Ist halt schief, der Stein. Ja, okay. So, welche Beine ist es? Wieder das gleiche wie vorhin. Super. Leute. So. Bist du schon da unten oder was? Unten und hol ein bisschen von deinem Kram, aber ne, ich kann jetzt natürlich die Stammesachs nicht nehmen, weil mein Herz voll ist. Aber wo genau liegt die? Direkt im Eingang. Du musst direkt zu dem Höheneingang, dem vordersten. Hab's. Yay. Da liegt noch mehr. Ja, jetzt muss ich. Ja, nee, ich muss hoch. Ja, hoch mit dir. Ich hatte auch gerade ein bisschen Leben verloren. Bisschen Leben verliere ich nämlich jetzt auch. Boah, ein bisschen viel, ey. Der geht schnell runter. Ich bin auch in einem durchgetaucht. Ich habe den Zwischen nicht mehr mitgenommen. Den Zwischending. Ach so. Ja, ich ja auch nicht. Jetzt habe ich auch die scheiß Kokosschale. Die ist voll scheiße. Ja, hier liegen noch ein paar Waffen von dir. Die wären noch wichtig und ein bisschen Seil. So. Seil würde ich jetzt gar nicht so beachten. Oh, du musst die Aufnahme gucken. Du musst unter das Dings tauchen. Nein, jetzt habe ich auch diese Was blöde... Was muss ich? Du musst da bis an den Boden tauchen. Ja. Da hast du alles ganz klar gesehen. So, jetzt kommen aber schnell. Hoch. Boah. Ja, jetzt lass ich's. Ich bin fast tot. Oh ja, richtig klar. Krass. Ja, ne? Aber auch nur in einem bestimmten Winkel. Wenn du von der anderen Seite das versuchst, geht's nicht. Es geht nur, wenn du es von der Seite machst. Ja, krass, aber ich glaube, du hast jetzt deine wichtigsten Sachen, oder? Ja, absolut. Ah, dann kann der Bambusbogen raus. Hat? Oh, geil. Nee, Haltbarkeit 3% für einen Stammesbogen ist scheiße. Ja, dann weg damit, ey. Dann doch lieber den Bambusbogen. Ja. Der hat zwar auch nur noch 21%. Und die Stammesachse auch nur 42%. Komm, wir sind bei 39 Minuten. Wir quatschen mal eben mit Papa Muagi und machen dann ja. Folge dann. Ja, das ist eine gute Idee. Also ich habe zwar zwei Parasiten, aber egal jetzt. Das machen wir gleich in Ruhe.
Bist du schon auf dem Weg nach Hause oder was? Bin schon fast zu Hause. Rennt wieder einfach los. Jetzt sind die Egoisten unter uns. Ja, weil ich sagte, lass mal schnell nach Hause und du sagtest ja. Also bin ich davon ausgegangen, du hängst dich an mich dran. Ja, bin ja schon unterwegs. Komm, ich lass dich auch mit Papa Muagi quatschen, weil ich habe gerade das Artefakt angezündet. Und das Artefakt geholt und so weiter. Ja, das ist doch egal. Bobby. Quota Kokona Kie Kata Jako Yamanake Hu Ananake Nezua. Ja, bis dann, ne? Löse das Legendenrätsel, um die Statue herzustellen. Ach, wir müssen noch ein Rätsel lösen, also. Ja, ich glaube, wir müssen noch mal hier... Der Handwerker ist das. Genau. So, nee, Rezept für eine heilige Figur. Der Sockel müsste aus Holz sein. All die Trophäen sollten nie brennen, kaputt gehen oder verrotten. Das ist ja alles das, was wir sammeln, oder nicht? Ja. Ein Bauch von der Schuppe des größten Fischs. Ein Kopf dekoriert mit den Reißzähnen der größten Bedrohung. Müsste flugfähig sein. Aber das mit dem flugfähig, das verstehe ich nicht ganz. Ja. Nehmen Sie alle mit dem Blut der... Erdenkinder zusammen. Ich glaube, das ist Harz. Das Blut der Erdenkinder dürfte Harz sein. Das ist Harz, ja. Ja, genau. Aber wir brauchen, glaube ich, noch so ein zweites Teil von dieser Figur. Ich glaube, wir müssen noch mal so ein Ritual machen. Aber das würde ich sagen, machen wir mal in der nächsten Folge. Ganz genau. Da gucken wir dann, das war der nächste. Genau. Machen. Heute haben wir definitiv genug gemacht. Ja, denke auch. Ja, war auf jeden Fall erfolgreich, hat Spaß gemacht. Ja. Das und wenn ihr der gleichen Meinung seid, dann würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns das auch zeigt, uns Daumen nach oben gibt für unsere Videos, uns was in die Kommentare schreibt und wenn ihr vielleicht noch Anhaltspunkte habt, irgendwas Wichtiges, was wir hier noch übersehen haben, dann teilt uns das auch natürlich auch noch gerne mit. Kein Bock, wieder irgendwo hin zurückzurennen zu müssen, wie gerade. Nee, das muss nicht sein. Genau. Aber hey, ich hab die Stammesaxt wieder. Er hat die Stammesaxt wieder. Ja. Ja, genau. Ich sag auch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao. Bye, bye.